Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie da sind. Die Ministerpräsidentin hat ja einleitend schon gesagt, es gibt einen zeitlichen Grund, warum wir heute hier sitzen. Der zeitliche Grund ist, wenn Sie die Karten sich angucken, der Umsiedlungsprozess für die Dörfer, die da gelb markiert sind. Und diese Menschen haben sich in dem mehrjährigen Prozess entschieden, als neuen Siedlungsort das nördlich von Erkelenz gelegene Neuborschemich. Dafür haben die sich entschieden. Das ist ein aufwendiger Prozess. Und jetzt geht normalerweise ab 28. April der Prozess los, der ein Jahr dauert, indem die sich dann neue Grundstücke aussuchen, die alten Häuser schätzen lassen, also indem sie sich aufmachen, einen neuen Lebensabschnitt zu machen. Und wir waren stark getrieben, auch davon, diesen Menschen eine klare Ansage zu geben, damit sie wissen, wohin ihre Perspektive geht. Und da wir wissen, dass der gleiche Prozess für Holzweiler nächstes Jahr beginnen müsste, das Voraussuchen eines Standortes, wo dann die Menschen sich mehrere angucken und sich entscheiden, welcher ist denn der, wo wir hingehen wollen, haben wir auch gesagt, wir diskutieren beides auch zusammen, weil wir die Klarheit, die auf der einen Seite von den Menschen die Umsiedlung verlangt, auch den anderen geben wollen, dass sie diesen Prozess nicht mehr durchmachen müssen. Also sehr stark angetrieben, auch von dem Bestreben, die harte Klarheit für die einen, aber dann auch das Befreiende für die anderen herzustellen. Das ist jedenfalls unsere gemeinsame Absicht. Und lassen Sie mich als jemand, der 20 Jahre das Garzweiler-Diskussion zwischen SPD und Grünen begleitet hat, sagen, wenn es manchmal Leute gibt, die sagen, wir streiten und sonst was, die Tatsache, dass Sie alle etwas überrascht hat, die Einladung zu diesem Termin, die Tatsache, dass die Diskussion und das Arbeiten an der Lösung für Sie jetzt etwas überraschend haben, macht auch zum Ausdruck, dass wir eine andere Arbeitsweise, ein anderes Umgehen miteinander haben, dass wir vernünftig über auch eine so schwierige Frage miteinander reden können. Und ich meine, wenn es einen guten politischen Kompromiss gibt, wenn man wirklich im Ringen aus unterschiedlichen Positionen sagt, auf der einen Seite diejenigen, die das Schicksal der Umsiedlung nun mitmachen müssen, auf der anderen Seite die, denen wir sagen, ihr nicht mehr, dann ist das ein guter politischer Kompromiss, den man aus meiner Sicht gut vertreten kann. Es ist jetzt viel Detailarbeit notwendig, aber die klare Botschaft ist für mich, dass wir denjenigen, die da wohnen, eine klare Ansage geben in die eine und in die andere Richtung. Wir werden weiter an den ganzen Prozessen arbeiten, aber das ist jedenfalls eine klare Sache für mich. Das gilt dann auch, das will ich auch sagen, gleicherweise für die Beschäftigten, das hat Norbert Römer gesagt. Also da ist noch über 10, 20 Jahre zu tun. Das heißt, niemand geht da in irgendeine bedrohliche Situation. Aber wir haben für alle, die da wohnen, auch eine klare Botschaft. Das ist mir das Wichtigste nach 20 Jahren der Auseinandersetzung, die wir um das Thema immer gehabt haben, dass wir da doch miteinander auch klar vereinbart sind. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Priggen. Wir kommen zu den Fragen.